Arbeit 4.0. Ralf Goldschmidt. Und wozu das führt oder was da bei Menschen passiert, ist Folgendes. Und das ist die, was ich viel erlebe und ich komme in vielen Unternehmen rum. Wenn wir uns das mal anschauen, diese Geschwindigkeit, die Dynamik des Wandels und auf der anderen Seite die Geschwindigkeit der Anpassung oder wir haben heute schon einiges über das Lernen auch gehört. Was passiert da? Wenn wir uns diese Zeitachse mal anschauen, hier von der Vergangenheit bis in die Zukunft, da sind wir heute. Und dann diese Kurve, unsere Lernkurve, unsere Anpassungsgeschwindigkeit, die hat über die letzten Jahrzehnte zugenommen, weil wir passen uns an, auch wenn nicht so wahnsinnig schnell, aber dadurch die Welt in den letzten Jahren ja schon sehr anders geworden ist, ne, ist da ein Ansteigen der Kurve zu sehen. Dann ist es dummerweise so, dass die Geschwindigkeit des Wandels stärker steigt als die Geschwindigkeit unseres Lernens, unserer Anpassung. Und kritisch wird dann der Punkt, hier an der Stelle, hier geht's los, wo die Geschwindigkeit des Wandels unsere Anpassungsgeschwindigkeit überhöht. Und dann kriegen wir Stress. Und was Menschen tun, wenn sie in dieser Situation sind, wenn sie unter Stress geraten, sie fallen gerne auf alte Verhaltensmuster zurück, die früher mal Sicherheit versprochen haben. Nur dummerweise funktionieren die in dieser Welt, also wenn wir mit Komplexität zu tun haben, funktionieren die nicht mehr. Und was früher mal ganz gut funktioniert hat, auch in Unternehmen, diese Vorhersehbarkeit. Ja, da hat ein Unternehmen Prognosen gemacht, hat 5-Jahrespläne, hat eine Strategie gehabt und hat dann extrapoliert in die Zukunft und das klappte und so funktioniert es heute nicht mehr. Und das ist das, und das ist mein Punkt, den ich mit allem, ich bin seit über 20 Jahren jetzt als Trainer und Coach unterwegs, der mich beschäftigt, was macht das mit den einzelnen Menschen? Und wie können Menschen damit irgendwie anders umgehen als in der Vergangenheit? Man soll ja nicht so viel draufschreiben auf so eine Folie. So die Frage, zentrale Frage, wie schaffen wir das, all die nötigen, teils unbequemen Veränderungen so an unsere Führungskräfte und Mitarbeiter ranzutragen, dass die den digitalen Wandel aktiv gestalten, beherzt anpacken und sich gar dafür mitverantwortlich fühlen, statt irgendwie darauf zu hoffen, dass schon alles nicht so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird. Und wenn man sich eine Studie von der TU München mal anschaut, dann macht das einen schon so ein bisschen nachdenklich. Die haben nicht mehr geschaut, wie stehen Mitarbeiter, wie verhalten die sich in großen Change-Projekten. Und das Ergebnis ist folgendes. Nur jeder Fünfte in diesem Change-Projekt gilt als Treiber. Und wir brauchen, wenn es weitergehen soll, wir brauchen ja diese Treiber. Nur jeder Fünfte. Ein Drittel sagen so ein Lala und fast jeder Zweite steht auf der Bremse. Und wenn jeder zweite Mitarbeiter auf der Bremse steht, ist die Frage, boah, kein Wunder, dass das schwierig ist, so ein Ding dann wirklich nach vorne zu bringen. Dann stellt man irgendwann fest, diese ganze Digitalisierung, diese ganzen Neuigkeiten, die kommen, das betrifft mich doch. Und dann fallen die Leute ins Elend, in diesen Widerstand. Und dann wird es emotional, da kriegen die Angst. Schaffe ich das noch mit der Digitalisierung? Ich bin jetzt auch schon Ende 40. Was ist mit meinem Arbeitsplatz? Kriege ich einen neuen Chef, neue Kollegen? Und all das. Da fallen Leute in Ohnmacht, in Wut, in Trauer, in all diese emotionalen Dinge. Und da reicht es nicht, den Leuten zu sagen, hey, Veränderung ist eine geile Chance. Das ist die Frage, wie nehme ich die mit? Ich habe mal diesen schönen Satz gehört, der einzige Mensch, der sich nach Veränderung sehnt, ist ein Baby in vollgeschissenen Windeln. Ja? Und auch da bin ich mir nicht sicher, ja. Wo die Leute, die haben schon gesehen, ich habe auch 4 Kinder, ne, und habe das bei 4 mitgemacht. Ich habe den Eindruck, das kann stinken bis zum Himmel, ja, aber wenn man sich so, das ist so warm und weich, da kann man sich auch mal ganz gemütlich irgendwie einrichten. So, und die Frage also, wie kommen Leute da durch? Was ist grundsätzlich das Muster, wann leiden wir? Wir leiden dann, wenn Wunsch und Wirklichkeit nicht beieinander passen. Ich hätte gerne meinen alten Job noch, dummerweise ist durch die Digitalisierung der jetzt irgendwie weggefallen. Ich hätte gerne, dass das alles nicht so schnell geht mit diesem Wandel. Dummerweise überholt uns das irgendwie gerade. Also hier ist der Wunsch, da ist die Wirklichkeit. Und jetzt gibt es dummerweise sehr viele. Sie können sich mal fragen, ob Sie Situationen in Ihrem Leben kennen, die anders sind, als Sie gerne hätten.